Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von MudRunner im Multiplayer. Zusammen mit Pascal. Hallo. Und wir sind heute auf dem Map Bergkamm. Wir haben auch gerade schon eine Aufnahme versucht, der Transparenz halber gemacht. Da habe ich halt vergessen, die Aufnahme zu starten. Ja, dementsprechend. Und nur meine Aufnahme war jetzt auch nicht spannend genug. Genau. Deswegen. Dementsprechend, die Map ist eine DLC-Map. Das heißt, sie ist sozusagen nicht im Grundspiel erhalten. Und wir haben auch zwei Maps übersprungen, einfach aufgrund von einer planungstechnischen Sache. Warum hast du da eigentlich noch einen Werkstattanhänger rumstehen? Keine Ahnung, ich brauche einen. Ja, und Pascals Discord, der spackt immer noch rum. Der Discord vor allem. Dein Discord spackt rum. Dein Discord spackt rum, dass dadurch hört man Pascal gelegentlich nicht ausreden. Was will ich machen? Ich weiß es nicht. Kann nichts tun. So, gehen wir mal auf die Map, Tobi. Was fällt uns als erstes auf? Wir haben einige Fahrzeuge herumstehen. Zum Beispiel einen Trabi hier. Und zwei weitere Fahrzeuge. Eins für mittellange Stämme, eins für Langholz. Den Trabi können wir uns anschauen. Der sieht so aus. Die drei Fahrzeuge habe ich jetzt auch noch hier stehen. Also hier der Trabi, hier das für mittellanges Holz und die für langes Holz. Mittellang und lang. Ja. Langes Holz ist schon echt lang. Deswegen heißt doch so. Genau, und wir haben hier die Ressourcen sammeln. Das heißt hier zum Beispiel jetzt viermal Kurzholz. Das muss also allerdings nicht so sein. Kurzer Hinweis, weil wir besitzen keine Holzstation. Wir haben hier Punkte, die sich spezielle Ressourcen in spezieller Anzahl befinden. Genau, wenn wir mal zu so einem Punkt hinfahren, beziehungsweise der Erste, der da ankommt, der kann das auch einfach da mal eingeblendet haben. Wir wissen ja schon, wie es aussieht. Richtig. Und ihr seht zum Beispiel hier bei mir, bei dieser Insel hier, bei Ressourcensammeln steht da viermal Kurzholz. Das ist bei mir eigentlich diesmal auch so, also daher ist es ein schlechter Vergleich. Und das in der Mitte, da steht bei mir drei mittellang. Leer. Okay, also das muss halt nicht gleich sein. Richtig, also das bei kann gleich sein, muss jedem, also für jeden sind da unterschiedliche Ressourcen abgepackt. Das heißt, auf der Insel sind für mich vier Kurzholz, für Tobi vier Kurzholz. Hier in der Mitte sind für mich drei mittellange Stämme, aber für Tobi nichts. Ja, und uns sind auch ein paar Ressourcensammelpunkte, die unerforscht sind. Die müssen wir auch noch erkunden, ne? LOL? Was? Ich habe soeben... Hier ist übrigens Handbremse, muss ich gar nicht. Ich habe soeben den Schalthebel entdeckt. Ja, man kann, glaube ich, auch manuell irgendwie schalten, die Dinger. Ja, du kannst den Schalthebel, den Knopf, den kannst du mit der Maus nehmen und dann Richtung des Lochs schieben und dann einfach umschalten. Oder auf A. Ha! So, Lul. Zur Vorgehensweise, Tobi. Ja. Übrigens, mein Lenkrad funktioniert wieder, das heißt, ich fahre nicht mehr mit Joystick. Und ich hab's geschafft, dass Force Feedback aktiviert ist. Das heißt, wenn ich jetzt gerade fahre, ich zeige euch das später. Ja, Planung. Ich höre. Und deine Trackball-Maus ist kaputt. Ja, weswegen ich eine andere Maus habe, weswegen die Maus dementsprechend ich jetzt bewegen muss, das total anstrengend ist für mein Handgelenk und ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. So, da wir noch nicht wissen, was hier unten, welche Ressourcen, wie, wo, was ist, also da fangen wir erstmal an, dass wir hier unten alle erkunden, ne? Pauen. Beim letzten Aufnahmeversuch hat man so gemacht, ich habe den hier im Westen genommen, den Beobachtungspunkt. Den hier? Und Tobi hat den im Osten genommen, bei dem in der Mitte sollte der eigentlich auch vorbeikommen, das haben wir auch schon erkundet. Dass apropos zeigen, ich muss meine Mauszeiger wieder anschalten, damit die Zuschauer auch sehen, worauf ich deute. So, der Punkt im Westen und ich nehme den hier, genau. So, bei der Tankstelle. Genau. Außerdem fahre ich dann hier weiter nach zu dem Beobachtungspunkt und dann haben wir hier sozusagen alle Beobachtungspunkte aufgedeckt. Dann wissen wir, wo was ist. Genau, und wenn wir wissen, an welchem Punkt welche Ressourcen da sind, dann können wir auch planen, wer was denn jetzt holen will, was denn sinnvoll ist. Wenn zum Beispiel auf die Insel habe ich jetzt keine Lust zu fahren, weil ich durch Gewässer fahren... Klappt nicht. Gibt so ein paar schlechte Flashbacks, ne? Deswegen würde ich das lieber umgehen. Sägewerke, das heißt, wir brauchen insgesamt nur 8 Einheiten Holz. Zur kurzen Erinnerung, Kurzholz sind 3 Einheiten, mittellanges Holz sind 5 Holzeinheiten. Mittellanges Holz ist wie viele Einheiten? Das haben wir gerade nicht gehört. 4 Einheiten. Okay. Also 3, 4 und 6. 3, 4, 5. Okay, ich bin einfach nur dumm. Gewesen. Gut.
Ich nehme mir auf jeden Fall mein kleines Ding. Ich nehme nicht gleich den großen Truck. Ich Weil, schon. naja, das Ding ist, dort halt lang zu kommen, ist aus erfahrungsgemäß nicht ganz so einfach. So, deswegen nehme ich erstmal den kleinen. Jo, an sich können wir losfahren. Du hast Wir übrigens müssen immer noch nicht Anhänger noch deinen Truck abkoppeln. ausgerüstet, genau. Wo kann ich diesen Anhänger abmachen? Ach Du genau, musst im den Anhänger suchen und Fortgeschrittenen. abkuppeln. Auswählen. Naja, im Nee, fortgeschrittenen nee, nee, Modus. nee, 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 nee. Häng den bitte wieder dran. Häng den dran. Dann Ja. gehst du in dem Werkstattmenü, wählst du den in der Liste aus und sagst da abkuppeln, weil dann verschwindet der. Dann haben wir nicht noch einen rumstehen. Ah, Werkstattanhänger abmontieren. So, was soll ich stattdessen? Weiß ich nicht, was du stattdessen machst. Gerade Wagen mit Kra. Ah. Warte mal. Gibt es hier einfach nur so einen random Kran, den man sich irgendwie dran machen kann? Ja, da musst du aber ruhig manche Dinge nicht mit dran bauen. Ich fahre auf jeden Fall schon mal los. Junge, ist da noch so ein Werkstattanhänger, der aussieht wie ein Nee, Ketten? Tobi. Nee, ach so. Du kannst mit Kran machen. Da tust du aber auf deinen Truck so einen riesigen Kran drauf machen. Der nimmt die gesamte vordere Fläche ein. Cool. Das heißt, du müsstest dann einen mittleren Holzanhänger, Oh. einen kurzen Holzanhänger nehmen. Ich Oder begreife. einer von uns ist der Krantypi und der andere von uns ist der Holzladetypi. Das Wenn geht wir nicht mit nicht. Anhängern, wenn wir nicht Das mit geht Anhängern nicht. fahren wollen. Das geht, glaube ich, Meinst nicht, du? weil wir unterschiedliche Ressourcen sehen, oder? Das müssen wir dann ausprobieren. Ansonsten Das würden wird wir auf jeden nicht Fall darum, spannend. ansonsten würde mich darüber rum hin, nicht darüber hinwegkommen, auf jeden Fall Anhänger zu benutzen. Weil der Kran nimmt auf jeden Fall die gesamte Ladefläche ein. Okay, Und es ich gibt fahre auf ja, jeden Fall schon mal los hier zu der Tankstelle jetzt. also das heißt, wenn wir diesen Wagen mit Kran dran machen, ne? Dann bedeutet das, dass wir auf jeden Fall, also wenn wir das noch selber transportieren, da gibt es ja, und es gibt auch einen mittleren Holzanhänger. Aber langes Holz, das könnten wir nicht selber transportieren. Das heißt, langes Holz, wenn wir das transportieren wollten, dann müsste tatsächlich wirklich einer der Kranfahrer und einer der andere Typ sein. Wobei der Der Kranfahrer aber natürlich Transporter. der sein muss, der das Holz auch aufladen kann, also dem das Holz da an der Holzstation gehört oder für den das bestimmt ist oder wie auch immer. Genau, ja. Ey, Junge. So, ich zeige das euch mal ganz kurz mit Force Feedback, ja? Ich spüre die ganze Zeit so Schläge gegen den Druck, wie ich lenken will. So, ich lasse mal einfach das Lenkrad los. Ich lasse es jetzt wirklich los. Ich habe es nicht in der Hand. Und ihr seht, wie diese Räder zum Teil dort hin und her gehen. So, und das macht halt dieser Elektromotor in diesem Lenkrad verbaut, der verbaut ist. Und der macht sozusagen so Schläge dementsprechend, wie das vom Spiel gemacht wird. Entgegen dem, wie ich das lenken will. Also, ja. Ich habe in meinem Lenkrad auch so ein Force-Feedback eingebaut, und das ist nur ein recht leichtes, schwaches Force-Feedback. Das ist jetzt kein richtiges, das ist nur. Ich krieg nur so ein paar so Vibrationsrückmeldungen von meinem Lenkrad, aber es ist jetzt nicht, dass es ganz stark das Spielgefühl beeinflusst. Das ist Das. hier, ich fahre über den Asphalt, das sind so ein paar Schlaglöcher, da habe ich so ein bisschen Ruckeln im Lenkrad drin. Was ich mich gerade frage? Wenn ich. Halt, Steuerung. Räder einschlagen. Wenn ich das ganz durchdrehe, nimmt es denn auch die kompletten? Nein, okay. Schade. Es nimmt nur 180 Grad. Also die. Gut, mein Lenkrad hat eh Nee, nur 90 180 Grad. Grad, 90 Grad. deswegen. Na, 90 Grad in jede Richtung, also insgesamt Ja, 180 genau. Grad. Mein Lenkrad hat sogar nur 180 Grad gesamt, also. Nee, Ich nee, muss nicht ich habe halt kurbeln. anderthalb Drehungen in jede Richtung dadurch. Ich kann Aber auch es lässig geht halt einfach nur nicht einhändig einfach. fahren. Da würde ich. Beim Kurbeln muss der zweihändig fahren. Aber da Junge, habe ich das dieses Problem, dass ich Lenkrad. irgendwie durch mein Mikrofon entweder durchgreifen müsste oder ohne Mikrofon. Beide Hände und Mikrofon, das ist so eine Sache, das geht sich nicht ganz so gut aus. Ich könnte doch vielleicht Allrad anmachen, dann würde es sich auch leichter fahren hier auf dem Matsch. Ist nur so eine Idee, ja. Ja.
jetzt geht es ein ganz klein bisschen besser zu fahren plötzlich. Also es schien grün die Map, ne? Beim letzten Aufnahmeversuch schon aufgefallen ist, dass auch die DLC-Map hier ein bisschen besser ausgestaltet ist, irgendwie von unserem Gefühl her zumindest. Ja, ne? Sie ist halt ein bisschen grüner, finde ich. Also ich meine, die anderen Maps, die hatten halt auch viel Gras und so, aber es war halt irgendwie alles braun. Ja. Also ich finde die Map an sich einfach schöner, die Gegend hier. Ja, und was ich gut finde, ist, dass hier diese auf diesen Feldweg ist einfach überall schön Stöckchen und so und Äste und so liegen, über die man eben auch drüber fahren muss. Ich fahr gerade einfach so einen Berg random hoch, ohne irgendeinen Weg. Das ist eine schlechte Idee. Bin, glaube ich, an dem höchsten Punkt so irgendwie. Okay, nicht ganz, aber an einem ziemlich höchsten, hohen Punkt. Perfekt am Beobachtungspunkt vorbeigefahren. Ah, okay, guck mal, da zeigt der Weg ab. Da hinter mir liegt der. Das heißt, falls er mal quer durch die Pampa in Richtung des Beobachtens. Ach, guck mal, da ist er auch schon direkt auf dem Berg. Nee, aber zu einem Bergpunkt gibt es wirklich keinen Weg. Man muss wirklich diesen Berg hochfahren. Gut, wie wir beide über Berg hochfahren reden, aber beide was komplett unterschiedliches rein. Ja. Also, zumindest einen unterschiedlichen Berg mal. Ja. So. Handbremse rein. Wenn du irgendwie so einen Sammler untersuchst, du kriegst ja irgendwie drei Meldungen, weil das halt jedes Mal eine Meldung macht, wenn du irgendwas entdeckst und du entdeckst halt drei Sachen gleichzeitig, dann zittert oben dieses Icon bei diesen Fragezeichen, weil wir kein Spielerprofilbild haben, können wir eigentlich mal machen, dann zitterst du das so mit so, wie so kritischer Wert oder so, da denke ich erstmal, ganz kurz, die Ressourcensammelpunkte, hast du da bei dir was drin, ne? Die ich gerade freigeschaltet habe? Lass mal gucken. Viermal Kurzholz im Westen, der obere von beiden und der etwas mehr in der Mitte gelegene viermal Kurzholz. Gut, bei mir sind alle drei nämlich leer. Warte, Route setzen, Route setzen, Route setzen. Du suchst den Beobachtungspunkt dort. Ja. So, und wie machen wir das jetzt? Wollen wir mit Anhängern losfahren? Ich habe keine Ahnung. Weil mittellang und kurz können wir mit Anhängern hoch. Also das nächste, was ich mache auf jeden Fall, ist erstmal mit dem Sattelauflieger die Werkstatt freischalten. Ja. Und ich fliege wieder raus. Oh Mann, ey, Discord. Das kann doch nicht so schwer sein. Weil ansonsten, weil ich glaube, dass mit Anhänger ist auch ein bisschen effektiver, weil wenn wir beide immer zusammen zu einem Punkt fahren und da dann der eine krant und der andere und so sofort, dann sind wir ja nur halb so effektiv, wie wenn jeder fährt und jeder krant. Das könnte aber auch ziemlich witzig werden. Ja. Wir können einfach sonst beides mal ausprobieren. Ja, genau. Also ich sag mal, wenn wir halt, da ich die Werkstatt freischalte, dann kannst du auch mit auf die Gegend fahren. Ich weiß nicht, hast du bei der Holzstelle da... Nee, jetzt habe ich mich auf den Baum festgefahren. So ein Müll. Bei der Holzstelle da, wo die Dings hinführt. Hinter der Werkstatt, weißt du, was ich meine? Da gehst du einmal auf die Insel und einmal auf den Strand weiter. Hast du da Ressourcen irgendwie? Da hier, also hat von mir, glaub dir, ich, so vom Strand ein bisschen oder? Weg, da habe ich 4 Kurzholz. Ja, okay, gut. Dann nehmen wir das nämlich. Du kannst dich schon mal ausrüsten oder einfach so hinfahren. Dann schalte ich einfach die Werkstatt frei, gehe dann mit dem Sattelauflieger hin. Mit Kran und Dingens oder wie? Nee, du kannst erstmal da einfach nur da hinfahren, weil ich die Werkstatt ja freischalte, da können wir uns da auch umrüsten. Probieren wir das einfach mal bei dieser Stelle dort aus, wie das so ist mit dem Kran. Und ansonsten, wenn das nicht gut klappt. Also du Kran, ich Anhänger. Zum Beispiel. Oder ich aufliefer. Ja, du musst Kran machen, weil du ja das Holz hast. So, ja, stimmt. Also rüste ich einen Kran aus, du fährst hoch zur Werkstatt und rüstest dich dann mit der Ladeplattform aus. Genau. Okay, dann probieren wir es da einfach mal aus. Dann setze ich mich hier in den... wo ist er her? Da. Und fahr erstmal einfach dorthin. Ah, nee, warte, ich muss den Dings mitnehmen. Sattelkupplung und dann fehlt noch der Werkstattsattelanlieger. Anlieger? Auflieger. Sattelanhänger? Ach, egal. Anhänger und Auflieger. Auflieger. Och, Discord. Ach, nerve
nervig. Okay, dann müssen, werden wir schon rausfinden. Irgendwann finde ich auch nochmal eine Lösung für das Problem. So, jetzt muss ich hier irgendwie erstmal wieder auf diesen Berg runterkommen. Baum. Jetzt mal gekonnt gegen den Baum gefahren. Halt mich nicht erstmal gut durch die Gegend gesetzt. So, und dann jetzt. Okay, hier runter. Und auf dem Weg. Gut. Jetzt habe ich den ganzen Weg mich einmal wieder zurückfahren. Übrigens, wir haben jetzt auch stärkere Holztrucks, ne? Das hat man noch gar nicht in dem Aufnahmeversuch erzählt. Und zwar, dadurch, dass wir die ganzen Maps jetzt abgeschlossen haben, schaltet man ja auch nach und nach weitere Fahrzeuge frei. Und den Holztruck, den wir jetzt haben, der hat jetzt sogar 4 bei diesem Gleichgewichtspunkt, muss man für diesen ausgeben, damit man den nutzen kann. Den wir davor genutzt hatten, nur 3 Gleichgewichtspunkte. Aber der ist aber auch DLC-Fahrzeug, ne? Ja, genau. Der gehört auch zu einem dieser 3 DLCs, die wir haben. Und der ist halt ein bisschen krasser einfach. Der hat einen besseren Motor und dadurch habe ich da noch weniger Probleme, wenn ich zum Beispiel mit Anhänger fahre. Da ich mich bei letzten Mal immer wieder beschwert, dass es da sehr schwerfällig geht mit Fahren. Aber der hat einen PS, der hier. Deswegen. Ich wundere, ich versuche gerade einen Panda zu machen. Halt nicht den Berg runterrollen. Und ich versuche mich hier hochzukämpfen gerade, weil ich jetzt noch ein bisschen auf. Wenn du kurz wartest, dann treffen wir uns sogar. Willst du auch noch hier zu der Werkstatt kommen oder wie? Ich würde schon zur gleichen Werkstatt gehen, ja. Achso, ich hab bisher nur eine gesehen. Also, ich dachte, du hast die zweite. Ja, du hast einen Werkstatteingang für die zweite Werkstatt dabei. Naja, klar, deshalb fahre ich ja dahin. Achso, ich soll jetzt auch zu der Werkstatt fahren. Naja, klar. Achso, ich war, hat jetzt gerade die Route für die Werkstatt da oben gesetzt, deswegen. Wieso das denn? Ja, keine Ahnung. Hä? Warum wollen wir doch über die Holzstelle da reden, weil die daneben der Werkstatt ist? Warum solltest du. Achso, ich dachte, du hättest zur Erkundung den Anhänger gleich mitgenommen, deswegen. Nee, das hab ich beim letzten Aufnahmeversuch gemacht. Diesmal bin ich mit dem kleinen Ding gefahren. Das ging auch wesentlich besser als mit diesem großen. Wisst ihr, das Gute am zweiten Aufnahmeversuch ist immer, man kann die Fehler, die man erstmal gemacht hat, nicht nochmal machen, ne? Oder weil man kann sie schon nochmal machen. Aber ja, aber man ist ein bisschen schlauer. Der Nachteil ist natürlich nur, man kennt schon irgendwie alles, deswegen ist es ein bisschen weniger spannend für einen selber. Und ist dadurch, es nicht so, dass wir die Map schon durchgespielt haben oder so? Ich war auch nur so weit, dass ich mit diesem Gespann sozusagen dort hinten war. Au. Och, Pascal. Kriegst du es nicht mal hin, ohne Anhänger zu fahren? Ich bin auf die Leitplanke draufgefahren und dann hat die Leitplanke gerade meinen Unterboden aufgekratzt. Und ich habe jetzt 600 Schaden. Weil mir den gesamten Unterboden komplett weggeschlitzt hat, die Leitplanke. Soll ich mit dem Trabi vorbeikommen? Du musst mich einmal über die Leitplanke hier rüberziehen, dass ich am anderen in der Leitplanke wieder runterkomme. Und dann einmal reparieren. Na gut, überlegen. Du hast noch 2 weitere Trucks. Die sind aber scheiße. Dann kannst du trotzdem verwenden, um ein Reparaturdings draufzulegen und dich zu reparieren. Ich dachte, wir wollten gemeinsam fahren. Ja, stimmt auch wieder. Lass ich den jetzt hier im Berg stehen. Nehme dieses Ding hier. Sei einfach wieder zurückkommen, können wir mit dem Ding und nicht einfach direkt einzeln weiterfahren. Junge, dann müsste ich doch meinen Ersatzreifen verwenden, dann habe ich doch keine Reparatur mehr. Ja, aber ich könnte wieder fahren. Hast du kein Ersatzrad dabei? Nö. Wieso? Hab's vergessen. Ach ja. Okay, der Truck, der hier dabei ist, ist echt mies. Der hat keine Differentialsperrung, keine. Der hat nicht mal Profil oder sowas. Der hat nichts, der ist einfach. Ist nicht existent, das Profil von den Rädern. Der hat keine Differentialsperrung, kein Allrad außerdem. Also du kannst dir eh nur auf dem Asphalt fahren, wenn dann. Hm.
Was haben wir denn hier? Mehrzweckanbauteil, Mehrzweckanhänger. Was haben wir hier noch? Tankwagen. Nee. Mehrzweckanbauteil klingt gut. So. Okay. Wo ist aber noch dunkel? Das war die Hupe, das war die. Nein. Da. H wie Licht. Nicht G wie Hupe. Ich hab das anders belegt auf dem Lenkrad. Hauptsache, ich muss ja wieder einen meiner Trucks umfunktionieren zu einem Rettungstruck für Pascal, ey. Ja. Dieses, ob du mich relativ häufig retten müsstest, ob das so wäre. Du musst mich doch nicht relativ häufig retten. Nee. Aber gut, wie ich dann hier Pascal aus dem Matsch, beziehungsweise von der Leitplanke ziehe. Ja. Und wie wir die ganze Werkstatt freischalten und das Ganze mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir nächste Folge das schaffen oder ob noch einige Zwischenkomplikationen dazwischen kommen. Ich hoffe nicht. Oh, ich will nicht durch den Matsch fahren mit dem Ding. Ich meine, immerhin bist du noch auf der Straße. Ja. Ja, das sehen wir allerdings in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.